Hallo und willkommen zurück bei Dukes Aquariste-Experimente. Heute gibt es ein neues Update in meinem CO2-Experiment. Zunächst einmal eine kleine Rückschau. Also auch hier gab es wieder nach 14 Tagen dieses komische weißliche Gewächs, ist im Flipper drin. Das scheint also schon irgendwie ein Platz zu sein, den man öfters mal warten muss. Tja, dann habe ich natürlich wieder fleißig gemessen und das Erfreuliche war, dass der Wert auch höher war als mit dem Original Tindler-Zubehör. Allerdings habe ich es 8 Tage später geschafft, den Wert fast gegen Null gehen zu lassen durch zu starke Oberflächenbewegungen. Immerhin sieht man hierdurch schön den Zusammenhang zwischen Carbonathärte, pH-Wert und CO2. Wie zu erwarten war, erhöht sich der pH-Wert und die Carbonathärte verringert sich, wenn CO2 fehlt. Nachdem ich die starke Oberflächenbewegung abgestellt hatte, hat sich der Wert dann bei 15 Milligramm pro Liter wieder eingepegelt, ging aber auch nicht mehr darüber hinaus. Kurze Zeit später war es mit dem Bläschen dann vorbei und es wurde Zeit, die Rezepte auszuprobieren, die ihr freundlicherweise in die Kommentare reingegeben habt. Vielen Dank nochmal dafür. Als weitere kleine Veränderung habe ich vorwiegend Pflanzen hinzugefügt, die in anderen Becken schlecht wachsen, um zu sehen, ob das CO2 einen Effekt hat. Ja, um mein Rezept anzupassen, muss ich natürlich erstmal wissen, wie viel eigentlich genau in der Flasche drin ist. Leider habe ich diese Angabe nirgends auf der Flasche gefunden. Also habe ich die Flasche gespült, mit Wasser gefüllt bis zum Strich und dann einmal in einen Messbecher entleert. Im Ergebnis kam ich, wie man hier schön sehen kann, auf ca. 600 Milliliter. Diesmal will ich nun die Rezeptversion mit Tortenguss ausprobieren. Da ich nun kein großer Tortenbäcker bin, bin ich erstmal der Anweisung auf der Tüte gefolgt und habe 250 Milliliter Wasser benutzt. Beim Zucker bin ich dann etwas vom Rezept abgewichen und habe statt 50 100 Milligramm hinzugegeben. Und am Ende natürlich noch den Tortenguss. Das Ganze habe ich dann mit einem Schneebesen kräftig verrührt und ein wenig aufgekocht und natürlich weiter kräftig gerührt. Ja, dann schnell vom Herd runter und das Ganze ein bisschen abkühlen lassen. Da bei den ganzen Rezepten, die ich so geguckt habe, es irgendwie wichtig schien, dass das Verhältnis Wasser-Zucker etwa 1 zu 1 ist, habe ich nochmal 200 Gramm Zucker mit 100 Milliliter Wasser zusammengerührt. Ob das jetzt so clever war, wird sich dann zeigen. Aber ich wollte halt auf diese 600 Milliliter ein 50-50-Verhältnis insgesamt haben. Und im Guss habe ich ja nur 250 Milliliter und 100 Gramm. Also fehlt noch ein bisschen was. Und das habe ich jetzt hier versucht noch aufzufüllen. Anschließend habe ich dann erst den Tortenguss vorsichtig in die Flasche eingefüllt und hinterher natürlich dann diese Zuckerlösung noch oben drauf. Ganz zum Schluss natürlich noch die Hefe. Da habe ich diesmal einfach ein ganzes Päckchen reingekippt und gleich mal geguckt, ob da wirklich 7 Gramm drin sind. Nicht, dass mich da einer bescheißt. Der ganze Sinn von dieser Tortengussaktion scheint ja wohl zu sein, dass die Reaktion zwischen Hefe und Zucker sozusagen ein bisschen verzögert wird und somit langsamer, aber kontinuierlicher abläuft. Ob das dann natürlich so ist, werden wir dann sehen. Zunächst einmal muss ich das alles wieder anschließen und natürlich auch noch diesen Flipper reinigen, weil der hat ja dieses komisches Zeugs da drin. Wenn ihr wisst, was das ist und irgendeine Idee habt, würde ich mich natürlich über eure Kommentare unten freuen. Jetzt zunächst habe ich dann einfach mal, um dir ganz ein bisschen auf den Grund zu gehen, auch mal in den Schlauch reingeguckt, ob da vielleicht irgendwie was zu sehen ist, aber da war nichts. Und so sieht es aus, wenn kein Wasser mehr drin ist. Also ich habe es dann einfach mal ausgespült, den ganzen Schlüpper mal wieder ein bisschen gereinigt und dann habe ich das wieder ins Aquarium eingebaut. Was man hier sieht, ist, dass ich nicht so richtig geduldig war und dann die Reaktion relativ schnell war, weil das noch eine Restwärme in diesem ganzen Gemisch drin war. Kurze Zeit später hat sich das dann aber schon dann normalisiert und dann hatte ich so einen normalen Blasendurchlauf von etwas um die 10 Bläschen pro Minute.
Hier ist dann nochmal eine Aufnahme von ein paar Pflänzchen, wo ich mir einbilde, schon am ehesten eine Auswirkung des CO2 zu sehen im Vergleich zu anderen Aquarien. Und dann ist hier nochmal ein erstes Messergebnis einige Tage später, das mit 25 Milligramm pro Liter doch schon recht vielversprechend aussieht. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, hilft es natürlich zu abonnieren, dann verpasst ihr kein neues Video mehr von mir, auch zu vielen anderen Themen. Ja, wenn ihr Ideen habt oder Rezepte, gerne die Kommentare benutzen. Und über ein Like freue ich mich natürlich immer ganz besonders und auch wenn ihr das Video irgendwo teilt. Bis demnächst bei Dux Aquaristik-Experimente.